Ich habe das kleine Städtchen wieder verlassen. Da noch die Kirche. Und jetzt gehe ich wieder auf meinen Wanderweg zurück. So, noch einmal einen Blick auf das Schloss und das kleine Städtchen. Jetzt geht der Wanderweg in die Schlucht rein. Und zwar ein bisschen oberhalb vom Bach. Jetzt muss ich da wieder ziemlich aufsteigen. Ein kleines Brünnli am Weg. Es ist sehr romantisch hier. Da kommt auch Wasser raus. Jetzt geht der Wanderweg hier der Seite entlang. Jetzt bin ich fast so wie auf einem Boden oben. Schöner Wanderweg. Übrigens, das Tal hat sich schon abgedreht hier. Und hier fließt jetzt das Wasser hier durch einen Jura-Kamm hindurch, wo sich auch eine tiefe Schlucht gebildet hat. So, da ziemlich schon weit unten der Bach. Und da oben ist es sehr bequem zum Gehen. Da kommt zum Teil ziemlich Wasser raus und ist auch sumpfig, da ein bisschen aufpassen, dass man nicht umfällt. So, jetzt bin ich durch. Jetzt geht da der Weg am Hang entlang. Interessant hier. Da auch noch ziemlich Jura. Wahrscheinlich da großen sogar. Ist ja sehr romantisch. Was ein bisschen störend ist, ist der Verkehr. Eine Autobahnseite, die Richtung Neuenburg, geht im Berg und die andere ist außerhalb, geht die da durch die Schlucht hoch. Von da hinten bin ich jetzt hergekommen. Da unten sieht man die Hauptstraße, die ins Waldbachli führt, und die Autobahn ist noch weiter unten. Da hier habe ich jetzt doch einen ziemlich steilen Abstieg. Ich muss ja alles wieder neu verlieren. Und zum Schluss
muss ich ja zum See runterkommen. Und so geht es hier jetzt doch ziemlich steil runter. Da kommt wieder ein Weg. Da hier ist noch fast so eine Höhle. Breiter Weg. Jetzt bin ich doch gerade vorhin abgestiegen. Ziemlich weit runter. Und jetzt geht es da hier wieder auf. Ich vermute fast, das könnte die ganz alte Straße sein hier. Sehr viel totes Holz. Aber sehr romantisch. Auch der Weg darunter. Das ist einfach nicht so ohne. He? Da haben wir jetzt einen Blick in die Schlucht runter. Und der Weg ist ein bisschen oberhalb. Das ist wieder ganz ein schöner Weg. Da schön dem Hang entlang. Und unten in der Schlucht hört man den Verkehrslärm. Das von dem her ist nicht so schön. Das ist übrigens die große Straße, die nach La Chotte, glaube ich, führt. Wieder eine sehr interessante Formation. So einen überhängenden Felsen. Sieht noch gut aus, oder? Da, wenn es regnet, ist man da im Trockenen. Schaut mal das hier an. Ha, diese Felsformationen da. Ja, schön. Hat es noch mehrere solche Felsformationen. Und auch da unterhalb muss es ziemlich steil nach unten gehen. So was Schönes.
Jetzt habe ich wieder einen schönen flachen Weg. Diese Felswand entlang. Da vorne wird der Weg wieder schmaler. Da geht sogar noch eine Treppe hoch, aber die muss ich zum Glück nicht nehmen. Da vorne durch. Da ist der Weg sogar noch eingeschnitten. So, es ist nicht mehr weit, komme ich nach Neuenburg. Man hat hier zwar noch nicht so das Gefühl, dass da in der Nähe eine Stadt ist, aber es ist so. Da noch, ich würde so sagen, ein Kilometer etwa. Dann sollte ich bei der Stadt vorne sein. Da ist auch noch so eine riesige Flut. Und so wie das da hier aussieht, kommt da ein Bach aus dem Fels raus. Ist da fast Autobahn. Das ist eine interessante Stelle. Da sieht man, wie das eine Schlucht ist. So, jetzt komme ich da ins Stadtgebiet rein. Jetzt geht der Wanderweg hier diese Treppe runter. Und das sehe ich da unten. Einen Tunnel. Gehe ich durch diesen Tunnel. Ich bin gespannt, was da vorne kommt. Oh, jetzt bin ich erschrocken. Ganz romantisch, das hätte ich jetzt nie gedacht. Dass ich an eine solche Stelle komme. Dort vorne sogar noch ein Müllrad.
geht das da hier wieder runter. Yeah. Ein Wasserrad, das nicht läuft. Geht das hier runter. Wow. Sicher eine alte Mühle. Mittlerweile bin ich in der Stadt angekommen. Da geht jetzt der Bach unterirdisch durch. Und ich bin hier in einem Industriegebiet. Das ist jetzt weniger schön. Ich habe Neuenburg erreicht. Da kommt die Bahn aus dem Tunnel raus in Fahrtrichtung Neuenburg Hauptbahnhof. Da unten sieht man noch die Autobahn. Und ich habe jetzt wieder einen steilen Aufstieg. Ich bin jetzt gespannt auf die Stadt Neuenburg, weil ich kenne die überhaupt noch nicht. Da muss ich irgendwie noch in Drobbelstadt sein. Da drüben die Bahnlinie und ein bisschen weiter unten die Autobahn. Das ist von einer Aussichtsplattform hier, wo ich noch nie war. Das noch nie so gesehen. Übrigens hinter diesem Berg hier ist meine Wanderstrecke, wo ich jetzt durchgekommen bin. Da ist einen riesigen Bogen gemacht. So, jetzt komme ich schon Richtung Kirche und Schloss. Von der Stadtbefestigung. Noch einen Wehrturm. Das ist auch hohe Mauern. Jetzt schauen wir, ob es da zum Vorschein kommt.
leider geschlossen. Nur für wenn man irgendwie auf die Verwaltung muss. Da. So, jetzt gibt es diese lange Treppe darunter Richtung See. Richtung Bus. Diese Gassen hier. Wow. Vorgestellt. So viele Treppen.